Ich würde gerne schwimmen gehen, aber ich habe keine Zeit. Die Kerze hat besonders hell gebrannt, aber nur wenige Minuten. Irgendeine besondere Mischung vermute ich. Das hier ist dabei herausgekommen. Eine komplexe Form, von Expertenhand aus Stein geschnitten. Ich halte es für eine Art Schlüssel. Die spanische Bibel, die ich mir im Mausoleum ausgeborgt habe. Hallo Lopez, haben Sie kurz Zeit für mich? Aber sicher, Senor. Wie kann ich Ihnen helfen? Wissen Sie, was das hier ist? Nein, Senor. Ist das eine Art Schlüssel? Ja, ich glaube, so etwas Ähnliches. Woher haben Sie ihn? Er war in der großen Kerze im Mausoleum versteckt. Und Sie haben sie abgebrannt. Ich habe mich schon gefragt, was das für Licht war, das ich durch das Fenster gesehen habe. Meine Herrin wird wütend sein. Diese Kerze war Jahrhunderte alt. Ah. Diese Bibel ist auf Spanisch. Sie? Ich hätte eher Latein erwartet. Seien Sie vorsichtig damit. Das war ein Geschenk für meine Herrin von einem alten Freund. Er starb vor langer Zeit. Und das Buch ist ihr einziges Andenken an ihn. Okay, ich pack's mit Samthandschuhen an. Bis später, Lopez. Adios, Senor Stobart. Hallo nochmal, darf ich mich setzen? Bitte bedienen Sie sich. Was halten Sie hiervon? Das sieht aus wie eine Art Schlüssel. Wo haben Sie den her? Er steckte in der großen Kerze im Mausoleum. Innen drin? Was haben Sie damit gemacht? Ich habe sie angezündet. Aber die ist unersetzlich. Hören Sie, die Kerze sollte in dem Fall angezündet werden, dass die Mauren angreifen, richtig? Also sie ist in Windeseile runtergebrannt und hat diesen Schlüssel freigegeben. Vielleicht war das der eigentliche Zweck, warum die Kerze angezündet werden sollte. Worauf wollen Sie hinaus? Dass das Anzünden der Kerze nur das Gegenstück zum heutigen Scheibe im Notfall einschlagen war. Gefühle dürfen bei der Lösung des Rätsels nicht im Wege stehen.
Sie haben das Richtige getan. Hier ist die Bibel aus dem Mausoleum. In Ordnung. Fangen wir an. Die erste Bibelstelle. Psalmen 32, 7. Du bist mein Versteck. Du rettest mich vor Ärger. Mein Versteck. Schrauben Sie Ihre Hoffnungen nicht zu hoch. Das kann uns ebenso gut nur zu dem Versteck führen, wo wir den Kelch gefunden haben. Sie haben natürlich recht. Das nächste Zitat. Okay. Johannes 4, 11. Johannes 4, 11. Hier. Der Brunnen ist tief. Das nächste, schnell. Okay, okay. Korinther 4, 5. Hier ist es. Wird bringen ans Licht die verborgenen Dinge. Noch welche? Nur noch eins. Nochmal Psalmen 22, 21. Errette mich vor dem Maul des Löwen, denn du hast mich erhört unter den Hörnern der Einhörner. Das letzte ist verwirrend. Löwen? Einhörner? Was bedeutet das? Ich kann es nicht mal raten. Die Kernpunkte scheinen aber das Versteck und der tiefe Brunnen zu sein. Aber ein Mausoleum ist in keinem Sinn des Wortes ein Brunnen, Senior Stoppard. Gibt es denn einen Brunnen auf dem Anwesen? Ich weiß es nicht. Ich schätze, es muss mal einen gegeben haben. In früheren Zeiten. Lopez ist der Mann, der sich mit allem auskennt, was mit dem Haus zu tun hat. Den müssen Sie danach fragen. Ich schaue mich noch ein wenig um. In Ordnung. Nur ein kleiner Nebenraum, ohne Ausgang, wenn man das Fenster nicht zählt, was ich nicht tue. Nur ein kleiner Nebenraum, ohne Ausgang, wenn man das Fenster nicht zählt, was ich nicht tue.